So, hallo, liebe SWN-Freunde. Also heute bin ich wieder mal da und ja, weil ich mir einfach wieder mal die Seele freireden muss, weil ich wieder so viel Schrott wieder gehört habe in den Nachrichten, in den News, dass ich es einfach nicht lassen kann und muss einfach mal einen Kommentar absetzen. Also, ihr habt ja alle gehört mit dieser pädophilen Plattform, die also Kinder im Internet, Elysius, wie die Seite geheißen hat oder so, also ja, preisgeboten haben, Bilder gezeigt haben, sogar Dienste angeboten haben, vermittelt haben, Kinder vermittelt haben. Und da hat es sich um 100.000 bis 110.000 ja, Pädophile gehandelt, die sich auf dieser Seite angemeldet haben, die da aktiv waren auf dieser Seite. Leute, ey, da fehlen mir echte Worte. Da fehlen mir echte Worte. Ich habe nicht gedacht, dass es so viele Schweine gibt auf der Welt. Aber es gibt noch viel mehr. Ach, 110.000 ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Leute, die haben ja 9 Jahre gekriegt oder von 4 bis 9 Jahren und dann einer hat ja Sicherheitsverwahrung gekriegt. Also meiner Ansicht nach hätten wir beim Putin mal nachfragen sollen, in Sibirien werden bestimmt noch Arbeitskräfte gebraucht. Na, bevor die uns da Geld kosten im Knast, hätten wir sie nach Sibirien schicken sollen und dort arbeiten bis zum Ende. Na, weil einer, wo er sich an Kinder vergeht, da verstehe ich keinen Spaß. Da verstehe ich keinen Spaß noch. Dann habe ich also gehört, dass also so Bundesfuzzi, der für den BND zuständig war, der ist also in Rente geschickt worden und der hat sich jetzt ja, aufgemacht und hat sich bei dem kleinen Diktator da in Österreich, bei dem Innenminister-Diktator, hat er sich also ja, eine Stelle aufschwatzen lassen oder ist er gar gerne hingegangen und unterstützt jetzt die Österreicher dabei, ihren Geheimdienst noch mobiler zu machen, noch besser aufzustellen. Und da bin ich immer der Meinung oder frage mich dann auch, ja Leute, sag mal, ist es überhaupt richtig, dass jemand, der in so einer Position ist, wie der den BND überwacht oder bei dem BND da mit rein und Geheimdienst und so, na, dass der in einen anderen Staat dann einfach hingeht und sagt, ey, ich mach bei euch ein wenig mit, ich hab nichts mehr zu tun, bin berendet, ey, Nebenbeschäftigung, könnt ihr mich gebrauchen? Und der Innenminister sagt in Österreich, ja, dann komm rüber zu uns, ne? Vielleicht kannst du uns ein paar Sachen stecken, was du mit Deutschland gemacht hast, ne? Also, Leute, wo leben wir? Jetzt Fasching, habe ich gesehen, da war die Nahles irgendwo, ich weiß gar nicht, ob vielleicht eine Partei da oder irgendwo, irgendwo da war sie da, ne? Hat sie gesehen, echt, Humba, 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 Dedere, hat sie gesungen, ne? Ey, die hat auch wegen Dedere, oder? Die hat auch wegen Dedere im Hirn, ne? Oder die Nahles zieht sie bei Minderheiten her, hä? In ihrer Faschingsrede. Leute, was von welchen Leuten werden wir denn alleweil regiert? Was ist denn da los? Was, da stimmt doch was nicht oben. Wenn ich, im Fasching, da müssen die kleinen Leute gegen die Großen anziehen. Also so war Fasching mal, ne? Da haben die Kleinen sich mal auskotzen dürfen, ne? Jetzt stellen sich die Großen, die Politik machen, oben hier auf die Bühne und kotzen sich über die Minderheiten aus. Hä? Ja, leck mich doch am Arsch, was sind denn mir hier geraten? Was ist denn das für eine Welt? Ja, SPD, ganz davon abgesehen, jetzt haben sie wieder ein paar Prozentpunkte mehr, weil sie ja versprochen haben, sie wollen die Rente an, eine Mindestrente machen. Die versprechen Sachen, was sie gar nicht halten können. Das wäre doch genauso, als wenn ich sage, ich baue Leitern auf den Mond. Kann ich nicht. So können die das auch nicht. Na, die müssen ja einen Koalitionspartner fragen, der sagt, nö. Also, wie kann ich sowas, wenn ich doch vorher sowas weiß, wie kann ich den Leuten, den Wählern versprechen, ich schaffe eine Mindestrente? Die schaffen doch nicht einmal ihre Mindestvorschläge umzusetzen, die sie im Kopf haben. Na, mein Gott, nee, noch Gott, nee, du. Oder die anderen da, die Flintenuschi, ja, die Flintenuschi, so viele Beraterverträge vergibt die. Die Gorch-Vog hat die kostet jetzt mehr Geld, als wenn sie das Scheißding neu gebaut hätten. Hä? Oder zu was brauchen sie denn überhaupt das Segelschulschiff? Wo fährt denn heute noch ein Segelschiff rum? Die sollen doch lieber Galeeren bauen, da können sie die ganzen Gefangenen. Na, manchmal, da weißt du gar nicht mehr, was du sagen sollst. Da weißt du nichts mehr, was du sagen sollst.
Der Rest die Nachrichten, denkst du, hä? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Na, Trump, Korea. In Vietnam war er. Da sagen die Schwaben, Hanoi. Ich soll nichts rauskommen dabei. Ja. Eieiei. Da denke ich immer, na, ist denn der Kim Jong-un vielleicht ein unehelicher transsexueller Sohn von ihm, dass er dem Sohn so betätschelt? Beim Trump, da wenn du Nachrichten hörst, irgendwelche Nachrichten, die können ja so schlimm sein, wie sie wollen. Sagst du, das glaubst du nicht, weil vom Trump glaubst du alles, was da kommt. Da glaubst du alles, weil das haben die Russen und, ach. Na, eines Tages kommt raus, dass er der uneheliche Sohn von Adolf Hitler ist, zuletzt gezeugt im Führerbunker. Von darum her wird's ja passen. Ne? Nein, war nur ein Fake. Ja, ich glaube nicht, dass der Adolf Hitler sich mit sowas abgeben hat. Ach Gott, nee, was hab ich denn? Nein. Alles Fake, streichen. Alles ein Quatsch. Na, der Hitler war ein Arschloch. Na, aber der Trump ist auch nicht weit davon entfernt. Weil, wenn du überlegst, na, egal was da kommt, das hat er sein Rechtsanwalt wieder ausgesagt in Amerika drüben. Er ist ein Rassist. Und was Gott was alles, ein Depp halt, ne? Und die Amis, die nehmen das zur Kenntnis. Und dann wird das irgendwo abgehackt und sagen, naja, der Trump halt. Ja? Jetzt kommen immer mehr Mexikaner, es hat ja Notstand ausgerufen, damit er so eine blöde Mauer bauen kann. Jetzt haben die Mexikaner das da unten oder in Südamerika mitgekriegt, dass der Notstand ausgerufen hat und seine Mauer dicht machen will. Jetzt kommen sie alle angerannt und wollen schnell noch über die Mauer, weil sie ja gehört haben, wenn sie mit Kindern rüberkommen, dann werden sie nicht so schnell zurückgeschickt. Jetzt hat der Trump natürlich wieder einen Grund zu sagen, das ist ein Notstand, weil die überrennen uns jetzt. Na, aber da kannst du mal sehen, wie der manipuliert, der Mensch. Hä? Ach, mir fehlen manchmal die Worte über die Politik. Mir fehlen manchmal die Worte über die Menschen, die an diese Politiker glauben, die diese Politiker unterstützen, die diese Politiker wählen. Mir fehlt manchmal der Glauben. Ich kann es bald nichts mehr nachvollziehen. Na, ich bin doch ein Mensch, der vielleicht selber zu Minderheiten gehört. Und ich hätte immer Angst, wenn diese Nazis mal an die Macht kommen, an die Regierung kommen, dass ich irgendwann einmal aussortiert wäre oder so. Oder dass ich irgendwie mal... Na, Leute, denkt doch mal nach. Guckt doch mal, was in Österreich im Moment läuft. Ja, das ist doch nicht normal. Ja, haben die alle wegen ihr Gehirn abgeschalten? Oder sind die alle auf Abmagerungskur? Weil ihr wisst ja, wenn man abnimmt, dann nimmt man Fett ab. Und das Gehirn ist ja überwiegend Fett. Ne? Ja, vielleicht nehmen die an falschen Stellen ab. Eieieiei. Ja. Also, ich kann das nichts mehr nachvollziehen. Und jeden Tag kommen neue Meldungen. Wo du dann den Kopf schüttelst und 5000 Kriegsverbrecher sollen 2015, 16 eingereist sein mit der Flüchtlingswelle. 5000! Und angeblich hätten die Polizei, die Behörden und so weiter nicht darauf reagiert und hätten die also einreisen lassen, obwohl sie Kriegsverbrecher waren. Ja gut, da muss man die Behörden aber auch mal schützen. Aber so viele Menschen, wo da gekommen sind auf einen Schlag, da sind sie wahrscheinlich gar nicht Herren oder Frauen oder Weltfrauen, auch Frauen. Na, da sind sie wahrscheinlich gar nicht mächtig geworden, der Sache. Die haben das gar nicht verfolgen können, weil sie einfach gar nicht in der Lage waren. Die waren völlig überfordert. Aber ich sehe natürlich jetzt, einerseits können die Kriegsverbrecher natürlich verurteilt, ohne wenn und aber. Kriegsverbrecher sind Kriegsverbrecher und die können angeklagt und können auch verurteilt. Aber wenn sie bei uns dann im Knast hocken, kosten sie ja auch wieder unser Geld. Ne? Hätten wir so eine Flagge gleich nach Den Haag geschickt sollen. Ne?
Und hätten sie da verurteilen sollen, nach dem Florians-Prinzip, oder? Ach, Mensch, geh zu, du. Der Westfall übrigens, was er sagen soll. Also, wie gesagt, manche Tage, da stehe ich da und kräusel mir die Haare und den Kopf und dachte, habe ich jetzt richtig gehört? Habe ich jetzt richtig gehört? Na, und es war richtig. 110.000 Pädophile. Und jetzt wollen sie natürlich wieder gleich das Internet verschärfen. Ne? Na klar, die Überwachung im Internet verschärfen. Na, vielleicht sollten sie einfach mal ihre Sachen, die sie haben, einfach mal ausnutzen. Ne? Anstatt immer gleich alles zu verschärfen und die Gesetze anzuziehen und was Gott neue Gesetze zu schaffen, nur um uns Bürger immer mehr zu überwachen. Vielleicht sollten sie einfach mal die Gesetze ausnutzen, die sie bereits schon haben. Wäre ja auch mal Möglichkeit, ne? Weil sie haben den Ring ja aufgedeckt. Ne? Und ja, vielleicht sollten sie einfach mal wegen mehr Leute einstellen, die vom Internet vielleicht gerade Ahnung haben. Ich kann mich noch entsinnen, ich habe mal eine Anzeige gemacht, weil mich einer in Facebook so stark beleidigt hat. Da bin ich in Schweinfurt auf die Polizei gegangen und habe gesagt, also der Mensch da, der hat mich so eigentlich beleidigt im Internet, so möchte ich jetzt mal eine Anzeige erstatten. Und na, der Polizist gefragt, ja, wo hat er sie denn beleidigt? Habe ich gesagt, in Facebook. Das guckt er mich an und sagt, wie komme ich denn da rein? Da brauchst du keine Anzeige zu schalten. Da weiß er gar nicht, um was es geht. Ich muss dazu sagen, war ein wenig älterer schon. Aber trotzdem, da bist du doch verloren. Da bist du doch verloren. So, jetzt habe ich genug Dampf abgelassen. Und ihr wisst ja, na, nicht immer alles so ernst gemeint, wie ich das sage. Manchmal schon. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht gibt es ja doch noch ein paar positive Vermeldungen heute. Ich sperre mal Löffel auf und höre zu. Vielleicht höre ich doch irgendwas Positives. Und dann freue ich mich wieder für den ganzen Tag, wenn ich eine positive Meldung höre. Ich meine, von der Regierung von Deutschland kommt ja eh nichts Positives. Kannst du alle in der Pfeife rauchen. Ne? Das Schlimmste, was ich denen ja angekreuzt haben soll, die SPD sagt, sie tun die Renten anpassen. Ne? Ja, Renten anpassen, Renten erhöhen. Ja, Scheißerle, verarscht uns. Ich will das noch einmal sagen, die können das gar nicht durchsetzen ohne die anderen. Und die anderen haben gesagt, nicht. Und jetzt sagen wir bei der Europawahl auch, nicht. Ja, also gut, ich wünsche euch noch was. Lasst euch gut gehen und einen wunderschönen Tag. SWN TV. Jetzt auch elektrisch.